Ich habe meine Brille von Pestel Optik, weil ich weiß, dass hier Elbtaler akzeptiert werden. Der Elbtaler bringt mir neue Kunden, die bewusst konsumieren. Und das schätze ich sehr. Also wir sind Mitglieder im Elbtaler und die Kunden, die bei uns einkaufen kommen, die lieben, dass wir Waren anbieten, die durch relativ kurze Transportwege den Weg hierher finden. Ich finde das nicht in Ordnung, was die Banken mit dem Geld machen. Deshalb habe ich mich für den Elbtaler entschieden, denn der Elbtaler muss fließen. Ich begrüße euch recht herzlich, freue mich, dass ihr immer noch dabei seid. Heute geht es um den Elbtaler, repräsentiert durch Thomas Stromer. Stromer. 2M. 2M heißt kurz gesprochen. Thomas Stromer und meine Wenigkeit. Wir werden euch was zum Elbtaler erzählen. Den ersten Teil des Vortrags bestreitet Thomas. Er wird so einen volkswirtschaftlichen Input geben, der hinführen soll, warum es ganz toll und wichtig ist, den Elbtaler gegründet zu haben. Und ich werde euch dann nähere Infos über den Elbtaler geben, wie das funktioniert, was die Arbeit des Vereins ist, was uns antreibt etc. Und ich bitte jetzt schon mal die Leute, die einen Flyer haben, vielleicht nicht allzu genau nachzulesen, weil sonst wird es vielleicht langweilig dann. Also nehmt das so als Backup so und ja. Und dann würde ich euch viel Spaß wünschen und das Wort an Thomas übergeben. Vielen Dank, Michael, für deine Vorstellung. Mein Name ist Thomas Strommer. Ich bin seit mehreren Jahren Mitglied beim Elbtaler. Und Fragen zum Thema Geld haben mich immer schon interessiert und auch zum Teil während meines Studiums. Also wie Michael angekündigt hat, ich werde einen thematischen Ausflug zum internationalen Währungssystem machen, da einige Problemstellungen ansprechen und daraus schlussfolgern, dass wir deshalb die gegenwärtigen Geldsysteme um Komplementärwährungen wie unseren Elbtaler ergänzen müssen. Also warum Regionalwährungen, warum Elbtaler? Es gibt mal eine ganz grundsätzliche Kritik am Geldsystem. Und das ist eigentlich das, was letzte Woche am Vortrag schon ziemlich gut erklärt wurde und ziemlich ausführlich, möchte aber der Vollständigkeit halber nochmal die Kernthesen, so wie ich sie verstanden habe, vom letzten Vortrag wiederholen und darauf aufbauend weitermachen. Und zwar der Kritik am Geldsystem ist das, dass Geld nur durch Kredit entsteht, also Geld kommt durch Kredit erst in Umlauf. Daraus folgt die Schlussfolgerung, dass die Summe aller Schulden der Summe aller Guthaben entspricht. Das heißt, dass es Geld sozusagen nicht netto gibt, sondern jeder existierende Geldbetrag, der im Umlauf ist, dem steht der entsprechende Betrag an Schulden gegenüber. Und dann ist es allgemein akzeptiert, dass wenn jemand einen Kredit braucht, Geld benötigt, dass man einen Kredit aufnimmt und dafür Zinsen bezahlt. Und andersrum ist es so, hat man Geld über, dann wird erwartet, dass man das eigentlich anlegt und dass man dadurch Zinsgewinne erwirtschaftet. Dann der Faktor Zins mit dem Faktor Zeit ergibt den Zinseszinseffekt. Das heißt also, dass die Geldvermögen exponentiell wachsen und weil ja die Summe aller Geldvermögen der Summe aller Schulden entspricht, heißt das, dass auch die Schulden exponentiell wachsen. Das führt dann dazu, dass die Summe aller Schulden irgendwann in der ein großes Ausmaß erreicht haben, dass es nicht mehr nachhaltig ist und dass das dann zu Krisen führt. Dieses Geldsystem, so ist die These, führt auch dazu, dass die Wirtschaft einem Wachstumszwang unterliegt. Denn dadurch, dass jeder Staat ja verschuldet ist, dass es kaum Unternehmen gibt, die nicht verschuldet sind und man Zinsen und Schulden aber nur mit Einkommen zurückbezahlen kann und der Ausdruck von Einkommen in einer ganzen Volkswirtschaft das Bruttoinlandsprodukt ist, ist es quasi notwendig, dass Einkommen ständig steigen, damit sozusagen Geld da ist, um diese Zinsen und die Schulden zurückbezahlen zu können. Außerdem ist es so, diejenigen, die schon mal Geldvermögen angehäuft haben, können das immer besser anlegen, sie können ihre Risiken immer breiter streuen, sie haben möglicherweise auch schon genug Geld, um gute Berater zu engagieren, die dabei helfen, das Geld noch besser zu investieren und noch gewinnbringender anzulegen. Das heißt also, sind einmal Geldvermögen angehäuft und in bestimmten Personenkreisen konzentriert, begünstigt das die Umverteilung, sodass der Unterschied zwischen Arm und Reich immer größer wird.
Richtig, die Verschuldung kommt zu einem Punkt, an dem das nicht mehr nachhaltig ist. Einerseits führt das zu ökologischen Problemen, wenn die Wirtschaft einem Wachstumszwang unterlegt. Es kann zu sozialen Verwerfungen kommen, wenn die Unterschiede zwischen Arm und Reich immer größer werden. Oder einfach, dass die Realwirtschaft getroffen wird, wenn die Vermögen sozusagen nicht gut angelegt werden, es zu Vermögensblasen kommt und die dann platzen und wiederum die Realwirtschaft mit entsprechenden Krisen aus der Reihe bringen. Das ist das, was ich aus letzter Woche aus dem Vortrag verstanden habe, ist eine ziemlich allgemeine Kritik am Thema Geld, das häufig als Legitimationsgrund für Komplementärwährung verwendet wird. Im Grunde geht es darum, dass die Schlussfolgerung, die alternative Geldsysteme aus diesem ziehen, ist, dass Zins und Faktor Zeit eben zum Zinseszinseffekt führen und dass daher dem Faktor Zeit begegnet werden muss. Bei den Regionalwährungen bedeutet das, dass die Geldscheine nur begrenzt gültig sind. Oder dass es eben keinen positiven Zins gibt, sondern von Anfang an nur einen negativen Zins. Oder man kann es auch Umlaufsicherungsgebühr nennen, damit sozusagen das Geld nicht durch Kreditvergabe in Umlauf kommt, sondern das Geld seine eigentliche Aufgabe erfüllt, nämlich dadurch, dass es keinen Zins gibt, es keinen Sinn macht, es anzulegen, also man gibt es aus. Gut, jetzt kommt der angekündigte Themenschwenk zum internationalen Währungssystem. Da gibt es nämlich zusätzlich noch einige Mängel, die quasi neben dem Faktor Zeit mit dem Zinseszinseffekt auch noch den räumlichen Faktor mit einbezieht. Ich fange einfach mal mit einer Jubelmeldung an, die eigentlich jedes Jahr aufs Neue auf uns zukommt, nämlich dass die deutsche Leistungsbilanz wieder mal auf Rekordniveau ist. In den letzten Jahren kommt das, glaube ich, jedes Jahr. Die Bilanz steht für 2016. In absoluten Zahlen ist der Überschuss, den Deutschland hat in der Leistungsbilanz, auf einem Rekordniveau. Auch im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt ist es ziemlich hoch. Wenn viele Länder wie Deutschland oder China zum Beispiel entsprechende Überschüsse haben, heißt das natürlich im Umkehrschluss, es gibt Länder, die haben auch dementsprechende Defizite. Vielleicht nochmal ein paar Zahlen. Also der deutsche Leistungsbilanzüberschuss im Jahr 2016 beträgt 8,6% des Bruttoinlandsprodukts. Und das ist ziemlich hoch, auch in Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgedrückt. In absoluten Zahlen ist der Überschuss Deutschlands der höchste. Die EU-Kommission zum Beispiel sagt, dass ein dauerhafter Exportüberschuss in Höhe von 6% des Bruttoinlandsprodukts bereits als stabilitätsgefährdend gilt. Deutschland ist seit vielen Jahren schon drüber. Jetzt werde ich mal erklären, was das bedeutet, wenn Länder Exportüberschüsse haben und andere im Umkehrschluss entsprechende Defizite. Also diese Ungleichgewichte führen zu Destabilität. Wenn Deutschland anscheinend mehr in das Ausland verkauft, als wir aus dem Ausland kaufen, heißt es auch, dass mehr Geld nach Deutschland fließt. Hier wird mehr verkauft, als wir kaufen. Dann ist die Frage natürlich, diese Gelder sind dann in Deutschland, sie fließen nach Deutschland, und was passiert damit? Die sind dann im Bankensystem und nachdem erwartet wird vom Geld, dass es einen Ertrag abwirft, wird es investiert. Ist ja teilweise auch verständlich, Deutschland hat Exportüberschüsse, das Geld landet als Gewinn bei den Unternehmen oder es landet auch bei den Arbeitnehmern, die zahlen das Geld in Versicherungen ein und es wird erwartet, dass die das Geld anlegen. Das kann dazu führen, dass diese Überschüsse und dieses entsprechende Geld, das nach Anlagen sucht, zu sogenannten Asset Bubbles, also Vermögensblasen führt. Dass also nicht nur gute Investmententscheidungen getroffen werden, sondern dass man auf den nächsten Boom mit aufsteigt, vielleicht die Bewertung gar nicht mehr gerechtfertigt ist und dass dann beim Platzen so einer Vermögensblase dann wiederum negative Auswirkungen auf die Realwirtschaft hat. Da ist ein gutes Beispiel die Finanzkrise 2008. Also die deutschen Landesbanken und auch viele deutsche Banken waren ja ganz vorne mit dabei, als es darum ging, in den amerikanischen Immobilienmarkt zu investieren. Das heißt, ein Teil dieser Überschüsse, dieser Gelder, die in Deutschland erwirtschaftet wurden, sind nach Amerika geflossen und haben dort Schrottimmobilien mitfinanziert. Und das Platzen dieser Immobilienblase in Amerika war ja eine Ursache, dass die Finanzkrise so ein Ausmaß erreicht hat und mit allen negativen Konsequenzen. Und in Amerika hieß es ja auch schon stupid German money, also dummes deutsches Geld, weil man eben auf Aussicht, auf gute Renditen diesen Müll eben gekauft hat. Auf der anderen Seite, wenn es Länder gibt wie Deutschland, die nur Überschüsse haben, dann muss es dementsprechend Länder geben, die Defizite haben. Also Länder, die beständig mehr importieren, als sie exportieren. Und dann ist die Frage, wie bezahlt man diese Importe? Entweder man kann auf Währungsreserven zurückgreifen oder man findet jemanden, der diese Defizite ausgleicht in Form von Krediten. Das heißt also, mit jedem Jahr, dass Deutschland einen weiteren Exportüberschuss hat, türmen sich irgendwo die Schuldenberge auf.
Das wird so lange gut gehen, bis diese Schuldenberge ein Ausmaß erreicht haben, das nicht mehr tragbar ist. Hier ist ein gutes Beispiel Griechenland. Die hatten ein Budgetdefizit und ein Handelsbilanzdefizit. Hat man bereitwillig lange mitfinanziert, weil eben die Banken in diesem Form von griechischen Staatsanleihen ein gutes Investment gesehen haben. Und dann kam der Punkt, in dem es nicht mehr nachhaltig war. Die Konsequenz der Schuldenkrise war dann eben diese Eurokrise. Die Steuerzahler haben dafür bezahlen müssen. Also das sind Konsequenzen, die diese Ungleichgewichte nach sich ziehen können. Die sind auf Dauer nicht tragbar. Die Frage ist natürlich, ob es dann eines Tages abrupte Anpassungsprozesse gibt. Also im Artikel, den ich vorher gezeigt habe, steht ja, dass Amerika ein entsprechend großes Defizit hat. Jetzt gibt es in Amerika einen Präsidenten, der sagt America first, weil er eben feststellt, gut, wenn in Deutschland so viel produziert wird, dann sind dort die Arbeitsplätze. Wenn die USA so ein großes Defizit haben, dann kaufen die mehr, ohne dass dort produziert wird. Das heißt, die Arbeitsplätze sind offen nicht in Amerika. Deshalb America first und ist natürlich auch, stellt natürlich auch ein Risiko für Deutschland dar. Man ist hochgradig von Exporten abhängig, hochgradig von diesen Märkten abhängig. Und wenn jemand wie Trump auf die Idee kommt, dass das nicht mehr so sein soll, dann ist es nicht so gut für Deutschland. Kann man sich ausrechnen, was das bedeutet, wenn allein der Überschuss 8,6% des Bruttoinlandsprodukts beträgt. Dass das, was ich jetzt vortrage, dass es jetzt nicht etwas ist, das Befürworter von Regionalwährungen sagen und das nicht, also dass das nicht nur meine Meinung ist. Deshalb habe ich hier mal jemanden zitiert von der Europäischen Zentralbank. Ich übersetze das mal sehr frei und zwar hat die EZB am 8.12.2005 gesagt, mit Blick in die Zukunft müssen wir feststellen, dass die globalen Ungleichgewichte, also das sind diese Überschüsse und diese Defizite, dass die sich ausweiten und dass ein plötzliches, abruptes Ende, also Ausgleich dieser Überschüsse und Defizite, dass das ein großes Risiko darstellt. Ich habe deshalb dieses Zitat genommen, weil nachdem die Finanzkrise 2008 ausgebrochen ist, war auf der Internetseite der Europäischen Zentralbank ein Zeitstrahl, der die bedeutenden Ereignisse der Finanzkrise aufgelistet hat. Und die haben ihren Zeitstrahl mit diesem Zitat von sich selbst begonnen. Das heißt also, diese Ungleichgewichte, wie ich sie sage, die stellen ein Risiko dar. Das ist auch die hochoffizielle Meinung der EZB. Und dadurch, dass sie das eben veröffentlicht haben, sagen sie natürlich auch, okay, wir haben sie eh gewusst, wir wussten es ja, dass das kommt, wir haben gewarnt, aber niemand hat uns zugehört. Das ist das, was ich mit diesem Zitat sagen wollte. Da möchte ich hier nochmal jemanden zitieren, und zwar ist das Zhou Xiaochuan, der Gouverneur der chinesischen Zentralbank. Und der hat, und die China hat sich auch intensiv Gedanken gemacht nach der Finanzkrise über das internationale Währungssystem. Aus dem Grund, dass sie ja die höchsten Währungsreserven angehäuft haben, waren zwischenzeitlich bei 4 Billionen US-Dollar, das sind 3.000 Milliarden US-Dollar. Und der hat eben nach der Finanzkrise, der Gouverneur, festgestellt, ich zitiere das, also ich übersetze das auch mal frei, dass der Ausbruch der Finanzkrise und die Verbreitung in die Welt gezeigt hat, dass das internationale Währungssystem inhärente Risiken und Schwächen hat und daher ein entsprechendes Risiko eben hat. Also auch nochmal eine offizielle Meinung, die sagt, dieses internationale Währungssystem ist von Grund auf falsch konstruiert, weil es diese Überschüsse und Defizite zulässt und auch diese Verbreitung von Finanzkrisen unterstützt, fördert. Gut, jetzt habe ich viel über Exportdefizite, also Exportüberschüsse und Importdefizite gesprochen. Jetzt gibt es aber im internationalen Währungssystem noch andere Aspekte. Und zwar, warum brauchen denn gewisse Länder also Währungsreserven? Das liegt daran, dass viele, vor allem aufstrebende Volkswirtschaften, in der Asienkrise erlebt haben, dass viele internationale Gelder nach Asien geflossen sind, weil diese aufstrebenden Wirtschaften eine interessante Investmentmöglichkeit dargestellt haben. Dann haben diese Länder diese Gelder gerne angenommen. Man hat sich in US-Dollar verschuldet, weil die Zinsen in US-Dollar gerechnet niedriger waren als die Zinsen in dem jeweiligen Land. Das ging dann auch so lange gut, bis internationale Investoren beschlossen haben, bis eben, dass sie nicht mehr in Asien investieren wollen und die haben die Gelder dann plötzlich wieder abgezogen. Dadurch, dass diese viele Länder in Asien eben keine Fremdwährungsreserven hatten und diese Gelder abgezogen wurden, kam es zu einer Währungskrise. Das heißt, die Währungen dieser Länder haben ziemlich stark an Wert eingebüßt gegen den US-Dollar. Dadurch, dass aber viele Länder und viele Firmen dort in US-Dollar verschuldet waren und die eigene Währung abgewertet hat, konnten die mit ihrer eigenen Währung nicht mehr genug Dollar kaufen, weil die eigene Währung ja nicht mehr viel wert war, konnten also ihre Kredite nicht bezahlen. Und dann, wenn man so eine Wirtschaftskrise in Gang kommt, dann ist es ziemlich schwer, da rauszukommen.
Das heißt also, diese Währungskrise hätten die verhindern können, hätten die Nationalbanken ausreichend Währungsreserven gehabt, um diesen Abfluss von internationalen Geldern, die vorher gekommen sind, aber so schnell auch wieder weg waren, hätten die das verhindern können. Das heißt also, in Schutz vor Wechselkursrisiken ist es für jedes Land empfehlenswert, Währungsreserven zu halten. Zusätzlich wird der globale Handel in US-Dollar abgerechnet. Das heißt also, jede aufstrebende Volkswirtschaft, die nicht selbst Öl hat, ist also darauf angewiesen, Währungsreserven also, oder US-Dollar zu verdienen, um Öl kaufen zu können, weil Öl einfach in US-Dollar abgerechnet wird. Und kaum eine aufstrebende Volkswirtschaft kommt ohne diesen Rohstoff aus. Das heißt also, es gibt eine beständige Nachfrage nach US-Dollar und die muss auch befriedigt werden. Und vielleicht nochmal ganz kurz, also diese Länder haben gelernt, wir brauchen US-Dollar als Währungsreserve und zwar nicht zu wenig, um unsere eigenen Volkswirtschaften schützen zu können und um ausreichend Ressourcen oder Gelder für den internationalen Handel zu haben. Das ist also ein Konstruktionsfehler im internationalen Währungssystem. Warum? Einerseits habe ich jetzt erklärt, Fremdwährungsreserven sind notwendig und man kann diese Fremdwährungsreserven aufbauen, indem man Exportüberschüsse hat. Das heißt, diese Länder hatten in der Asien, also in Asien hatten diese Länder eine sehr hohe Motivation, Exportüberschüsse zu erzielen, um diese Reserven ansammeln zu können. Das heißt aber auch, dass es wieder Länder geben muss, die entsprechende Defizite haben. Ich habe vorher erklärt, einerseits sind diese Defizite, diese Ungleichgewichte führen die zu Krisen, aber andererseits muss man diese Defizite und diese Überschüsse ja herbeiführen, um sich vor Krisen, vor Wechselkursrisiken schützen zu können. Genau, also egal welche Entscheidung man in diesem internationalen Währungssystem trifft, viele Länder, egal was man macht, es führt zu Krisen. Ist das gut rübergekommen? Genau. Möchte ich nochmal den Gouverneur der chinesischen Zentralbank zitieren, weil er eben einen vielbeachteten Artikel im Jahr 2009 geschrieben hat. Und dann spricht er noch einen weiteren Punkt in dem internationalen Währungssystem an, der ziemlich kritisch zu betrachten ist. Er sagt nämlich, dass Länder, die eine Reservewährung emittieren, also zum Beispiel der US-Dollar, dass er ist Reservewährung, Handelswährung und er ist die Währung für die Volkswirtschaft in Amerika. Und er sagt, wenn das bedeutet, dass der US-Dollar verschiedene Rollen hat. Er hat einerseits die Rolle zu erfüllen als Reservewährung, als Abrechnungswährung für den internationalen Handel und er muss die Rolle erfüllen, die er in der Volkswirtschaft in Amerika hat. Das sind verschiedene Rollen, die sich heftig widersprechen. Also noch ein weiterer Konstruktionsfehler im internationalen Währungssystem. Weil er eben sagt, die Notenbankpolitik, die Domestic Monetary Policy Goals, das heißt also die Notenbankpolitik, die ja eigentlich auf den US-Dollar, auf die Bedürfnisse abgestimmt sein soll, für die amerikanische Volkswirtschaft, widersprechen sich eventuell mit den anderen Rollen, die der US-Dollar hat. Richtig. Deshalb hat Zhou Xiaoquan eben gemeint, man sollte die Konstruktion des internationalen Währungssystems überdenken. Dann gibt es zum Beispiel solche Entwürfe wie diese, dass es eigentlich für den globalen Handel so etwas wie den Terra braucht. Ich glaube, das geht auf Bernd Lyotard zurück. Er meint, der internationale Handel, der abgerechnet wird, braucht eine eigene Verrechnungseinheit. Das hat auch John Maynard Keynes schon gemeint, dass das eine sinnvolle Sache ist. Zhou Xiaoquan hat gemeint, man müsste die Sonderziehungsrechte, die der IWF bereits hat, massiv ausbauen, den Dollar dadurch ersetzen als Reservewährung und so dieses System verbessern. Gleichzeitig ist es so, dass es dann aber auch trotzdem die legitim ist, dass es für Kontinente und den Zusammenschluss von Nationen eine eigene Währung gibt, wie eben den Euro, den Dollar oder den Yen. Und zusätzlich dadurch, dass verschiedene Volkswirtschaften und selbst verschiedene Regionen innerhalb einer Volkswirtschaft und verschiedene Wirtschaftsstrukturen haben, ist es wieder sinnvoll, noch kleinere Währungseinheiten zu haben. Das heißt, statt einer Monokultur von Geld, eine Vielfalt von Geld, die diesen Risiken, die bestehen, ergänzen können, sodass der Vorteil der zum Beispiel einer Regionalwährung die Nachteile eines Euro ausgleichen kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Lokalwährungen das Ganze auf eine lokale, handhabbare Ebene bringen. Dann spreche ich jetzt nochmal die Ungleichgewichte innerhalb der Eurozone an. Das ist zum Beispiel der deutsche Exportüberschuss, speziell verglichen mit den entsprechenden Defiziten innerhalb der Eurozone. Das kann mit der Einführung des Euros zusammenhängen, hat möglicherweise auch etwas mit der Agenda 2010 zu tun, in der Deutschland ja wettbewerbsfähig gemacht hat, in dem ein großer Niedriglohnsektor entsteht und dass dadurch die Exporte stark angestiegen sind.
Was hat denn das für Konsequenzen für Europa, wenn diese Ungleichgewichte innerhalb Europas bestehen? Also in Europa wird, also in Deutschland wird mehr produziert, als konsumiert wird, das hatten wir schon. Heißt natürlich auch entsprechend, dass die Produkte dann in die, zum Beispiel in die südlichen Länder Europas fließen und deren Geld dann zu uns. Könnte auch nach sich ziehen, dass dadurch, dass die Arbeitslosigkeit in den südlichen Staaten Europas extrem hoch ist, dass die Menschen dem Geld hinterherrennen und dann nach Deutschland kommen. Hier mal eine etwas ältere Folie, aber die zeigt die Jugendarbeitslosigkeit in Europa an. Da bilden Deutschland, Österreich und die Benelux-Länder eine Insel der Seligen, während in Süden Europas die Jugendarbeitslosigkeit ein untragbares Ausmaß erreicht hat. Und tatsächlich, wie man hier sieht, die portugiesische Bevölkerung, nur als Beispiel, die jungen Menschen verlassen Portugal, weil sie eben dem Geld hinterherrennen, weil das Geld ohne Grenzen fließen kann, laufen sie dem Geld hinterher, was verständlich ist, weil junge Menschen ja Arbeit brauchen, verschärft also zum Beispiel in Portugal auch noch den demografischen Wandel. Das ist einer so dieser Konsequenzen, die das internationale Währungssystem nach sich zieht. Das ist dann so ein Teufelskreislauf aus niedrigen Löhnen. Also in Griechenland sind ja die Gewerkschaften stark entmachtet worden, die Löhne sinken beständig, führt natürlich zu einer niedrigen Kaufkraft, niedrigen Umsätze. Die Unternehmen verdienen nichts, können keine Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Eine typische Abwärtsspirale, aus der es nur schwer ist, rauszukommen. Genau, kleines also Zwischenfazit jetzt. Ich habe also jetzt versucht, Risiken, die auf globaler Ebene entstehen, darzustellen, Widersprüche im Finanzsystem. Und das heißt, diesen Risiken sollte begegnet werden, weil eben die Architektur des internationalen Währungssystems und auch des Geldsystems systemische Risiken beinhaltet. Das heißt, der Vortrag von letzter Woche zeigt Faktor Zins und Faktor Zeit, ist der Zinseszinseffekt. Und ich habe versucht, dass Geld grenzenlos fließen kann, bedeutet, dass es neben dem Faktor Zeit auch einen räumlichen Faktor geben muss, der das Geld beschränkt. Deshalb Regionalwährungen. Deshalb ist es legitim, diese bestehenden Systeme um Regionalwährungen mit anderen Wirkmechanismen zu ergänzen. Vorteil ist, eine Regionalwährung heißt, dass die Kaufkraft nicht abfließen kann. So wie das internationale Gelder schnell in Volkswirtschaften angelegt werden, aber genauso schnell auch wieder abfließen können. Das kann zum Beispiel bei einer Regionalwährung nicht passieren. Heißt, dass die Kaufkraft erhalten bleibt. Andere Nebeneffekte sind, dass vor Ort ein starkes Netzwerk entsteht an Unternehmern. Eine lokale Auftragsvergabe, regionale, vor allem auch stabile Wertschöpfungsketten sollen Arbeitsplätze erhalten und schaffen, die Kaufkraft stärken und so weiter. Damit sozusagen dieser Negativspirale dieses positive Bild gegenübergesetzt wird, indem ich das Geld aus der Region wieder zurück in die Region fließt. Und dass man vielleicht dieses Bild, dass wir um jeden Preis international wettbewerbsfähig sein müssen und dass man eine Wirtschaft hat, die total auf die globalen Bedürfnisse ausgerichtet ist, dass man das vielleicht auch mal, die Idee ganz interessant ist, dass man das umkehrt, nämlich dass man sagt, man hat eine stabile Regionalwirtschaft mit kleinen und mittelständischen Unternehmen und darauf aufbauen erst internationale Handelsströme. Man braucht also ein Gegengewicht zu den globalen Risiken, also Resilienz, eine Widerstandsfähigkeit dem gegenüber. Und unabhängig davon, ob man jetzt Regionalwährungen als passendes Rezept davon sieht oder nicht, eine sichere Grundversorgung ist, denke ich, strategisch auch erstrebenswert, unabhängig von Regionalwährungen. Dazu können aber Regionalwährungen beitragen, dass eine sichere Grundversorgung unabhängig von diesen globalen Ereignissen garantiert wird. Das sind weitere Vorteile von einer Regionalwirtschaft, mehr regionale Produktvielfalt, kürzere Transportwege, das sind noch ökologische Aspekte. Neue Spielregeln im Umgang mit dem Geld, also letzte Woche hat Herr Fellner ja gemeint, er wäre ja der Meinung, dass auch der Euro, viele Funktionen, die die Regionalwährung haben, dass die auf den Euro übertragen werden sollten. Er findet deshalb ja auch Regionalwährungen gut, dass aber das nicht von heute auf morgen passieren kann. Das heißt, diese Regionalwährungen sind eigentlich ein unglaublich gutes Experimentierfeld, um solche Mechanismen auszuprobieren, um die dann vielleicht Schlüsse daraus zu ziehen und vielleicht das ganze System ändern zu können. Ein anderer Punkt, den ich sehr ansprechend finde, ist, dass ich als Bürger überhaupt keinen Einfluss darauf habe, was die EZB mit dem Euro macht oder worauf sich die Staaten einigen, was mit dem Euro passieren soll oder anders, ob jemals sowas wie eine globale Verrechnungseinheit kommt, die den globalen Handel und das Weltsystem stabiler macht, habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Worauf ich als Bürger aber Einfluss habe, ist das Geld vor Ort, das heißt auf unsere Regionalwährung. Deshalb Geld in Bürgerhand. Ich finde, das ist ein emanzipatorisches Ding, dass man sowas Wichtiges wie Geld, das eigentlich unser Leben bestimmt, dass man sagt, okay, das nehme ich selbst in die Hand, ich mache da mit, das sind demokratische, organisierte Vereine und mache da meinen Einfluss geltend, anstatt zu akzeptieren, was mit dem Geld passiert.
Gut, das war's von meiner Seite. Jetzt kommen wir zu unserem Regionalgeld in Dresden. Und so viel Freude. Wen das jetzt vielleicht ein bisschen überfordert hat stellenweise, ist nachvollziehbar. Es ging mir übrigens auch so. Den will ich jetzt ein bisschen abholen mit einfach verständlichen Ausführungen zum Elbtaler. Wir beginnen mit den Scheinen, die ihr jetzt sehen könnt. Die ich haptisch anfassbar, das ist doppelt gemoppelt, die ich anfassbar hier vorne auch habe. Das sind insgesamt 18 Elbtaler. Die werde ich jetzt noch nicht rumgehen, weil ich habe gelernt, wenn die Kinder was zum Spielen haben, während sie eigentlich zuhören sollten, hören sie nicht zu. Deswegen gibt es das in der Diskussionsrunde. Es sind 18 Elbtaler, schöne bunte Scheine. Das heißt, das sind quasi auch 18 Euro im Gegenwert. Deswegen bitte nehmt sie mir nicht weg. Bitte gebt sie dann nachher wieder zurück. Sonst muss ich dem Verein 18 Euro geben. Das wäre nicht so schön. Beginnen möchte ich damit, womit es auch beim Elbtaler begonnen hat. Also zunächst mal gab es natürlich seit 2002, glaube ich, 2003 die Ecke, die Überlegung, wie kann man eine Regionalwährung in Dresden entstehen lassen. Und nach vielen Jahren des Denkens und Machens gab es dann erstmalig ein Kontensystem für Unternehmen. Das heißt, der Beginn des Elbtalers war eine interne Sache nur für Unternehmer und Unternehmerinnen. Das sah dann so aus, das ist heute noch so, dieses Kontensystem gibt es heute noch so. Man hatte also einfach ein Elbtaler-Konto, so wie man eben ein Euro-Konto bei der GLS oder anderen vernünftigen Banken hatte, nicht bei der Commerzbank oder Deutschen Bank. Ich hoffe, die können mich nicht dafür verklagen. Das sieht dann so aus, man sieht das Kontoguthaben aufgelistet, kann sich einen Kontoauszug ausdrucken lassen, hat seine Kontonummer abgebildet, sieht seinen Umsatz, den man bisher hatte und sowas wie eine Guthabensgrenze, das kennt man von normalen Konten nicht. Also wir Leute aus dem studentischen Milieu, wir haben auch klare Guthabensgrenzen, aber normalerweise geht das ja bis ins Unendliche, das ist beim Elbtaler nicht so. Warum das so ist, werde ich auch noch erklären. Thomas Klemm hat uns freundlicherweise einen Kontoauszug von sich zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann, nicht sehr gut. Soll, glaube ich, einfach nur veranschaulichen, das ist genauso integer und sauber wie bei allen anderen Banken. Ihr habt genauso euren Saldo und so weiter und könnt das monatlich danach prüfen, was ist bei mir abgegangen auf dem Konto. Was vielleicht der Unterschied ist zu einem Euro-Konto, hier stehen jetzt erstmal nur drei Posten. Warum das so ist, auch darum werde ich mich gleich noch kümmern. So, zunächst möchte ich jetzt das, was Thomas so schön allgemein erklärt hat, jetzt mal so ein bisschen anschaulich machen mit ein paar Grafiken. Beginnen möchte ich damit, wie entsteht denn das Geld sozusagen beim Elbtaler? Und das beginnt, wie für Vereine typisch, damit, dass man einen Mitgliedsantrag stellt und dass man dazu noch eine Regionalgeldordnung ausgehändigt bekommt. Das ist sozusagen unser Grundgesetz für unseren Verein. Wie funktioniert das bei uns? Was sind unsere Spielregeln? Und wenn man das beides unterschrieben hat, dann kann man Elbtaler schöpfen. In der Regel sind das 500 Elbtaler. Und damit sozusagen der Verein abgesichert ist, hinterlegt man als Unternehmer oder Unternehmerin dann Leistungsgutscheine. Ein Beispiel dafür, angenommen ich bin Tischler, dann muss ich eben sozusagen die Garantie dafür hinterlegen, dass ich beispielsweise zwei Tische im Wert von 250 Euro jeweils dem Verein zur Verfügung stelle, falls ich aus dem Verein austreten möchte und mein Konto bei 0 Elbtaler steht. Das ist einfach eine Absicherung für den Verein, dass jetzt nicht Leute die ganzen Elbtaler rausschmeißen und dann sagen, tschüssi, ich gehe jetzt nach Südamerika und habe von euch profitiert und hau jetzt ab. Also wir sichern uns sozusagen auch ab. Das ist vielleicht im Moment jetzt nicht notwendig, aber das ist eben langfristig gedacht, damit so ein System eben stabil bleibt. Austritt und so weiter, damit haben wir gar nichts zu schaffen. Die Leute lieben uns und bleiben bei uns und deswegen kann das Geld zirkulieren, wie in dem Beispiel jetzt hier. Also das ein Unternehmen, was Geld geschöpft hat, beginnt dann eben Waren und Dienstleistungen von anderen Unternehmen zu erwerben und gibt das Geld sozusagen in den Kreislauf. Zu den Regeln und Eigenschaften möchte ich noch was sagen. Es ist bei Steffen Henke letzte Woche schon ein bisschen angeklungen, was so der Unterschied zum aktuellen Geldsystem sein könnte. Und das ist auch bei uns so, dass wir da Ansätze übernommen haben, die man auch beim Chiemgau beispielsweise findet, nämlich als allererstes und wichtigstes die Umlaufsicherung. Kurzer Reminder, jetzt funktioniert es über Zins und würde dazu motiviert werden, ihr Geld in Kreislauf zu geben. Bei uns soll es über die Umlaufsicherung laufen. Sprich, ab einem Kontoguthaben von über 500 Elbtaler, was man angehäuft hat, verlieren diese Elbtaler, die drüber sind, an Wert. Das ist im Moment 3%. Dazu sollte man sagen, das betrifft
nahezu keine Person, weil kaum jemand ist über 500 und wenn, dann mit ein paar Elbtalern und dann ist das jetzt nicht so dramatisch. Aber langfristig ist eben der Gedanke dabei, dass man so eine Umlaufsicherung auf das gesamte Geld zum Beispiel ausweitet, nämlich genau dann, wenn das Netzwerk groß genug ist, dass sich Leute auch erlauben können, oder dass Leute die Perspektive haben, okay, ich kann wirklich mit dem Geld jetzt mein Leben bestreiten sozusagen. Das ist im Moment jetzt nicht so. Deswegen, das ist vielleicht auch ein Hinweis, der wichtig ist, der Elbtaler ist in der Pionierphase. Der ist jetzt noch nicht so weit wie der Chiemgau, der ist längst nicht so weit wie der Euro, dass man damit das alltägliche Leben bestreiten könnte. Aber wir haben sozusagen alle Regeln, die wir uns vorstellen, die wichtig sind für eine Regionalwährung, schon angelegt im System und die lassen sich sozusagen Schritt für Schritt adaptieren, wenn das Netzwerk wächst. Genauso, das hatte ich jetzt schon erwähnt, die Guthabensgrenze liegt bei 1.000 Elbtaler, soll einfach nur dazu führen, dass wenn es Einzelunternehmen gibt, die sehr gefragt sind im Kreislauf, im Netzwerk, wie zum Beispiel Nahrungsmittelanbietende Unternehmen, dass die nicht überfordert und überflutet werden von Elbtalern von anderen Unternehmen. Dazu gibt es noch einen anderen Trick, den wir uns überlegt haben, und zwar dargestellt durch dieses Pappschild. Da steht drauf, wir akzeptieren Elbtaler, Regionalgeld der Region Dresden, unsere Website. Und dann steht hier unten was zum Drehen, eine Akzeptanzquote. Also man kann als Unternehmen sagen, okay, ich akzeptiere 100% Elbtaler beispielsweise. Oder ich sage, nee, nicht ganz so viel, 50. Oder zu mir kommen ganz viele Leute mit Elbtaler, ich akzeptiere nur 20%. Und so können sich Unternehmen auch nochmal selbst absichern, dagegen, dass sie überschwemmt werden von Elbtalern. Und ganz wichtig für Regionalwährung, Thomas hat es angesprochen, es gibt ein Ablaufdatum für die Gutscheine. Nach diesen 2 Jahren sind es bei uns, kann man das sozusagen wieder noch umtauschen gegen gültigen Schein und zahlt da wieder einen Abschlag. Angenommen, ich kaufe jetzt einen Tisch für 100 Euro, dass ich dann 20 Elbtaler bezahlen kann und 80 Euro. Also ich kann den vollen Preis sozusagen anteilig in Elbtalern bezahlen. Genau, vielleicht ein ganz interessanter Merksatz sozusagen. Im derzeitigen Geldsystem ist ja so, wenn man die erste Million hat, dann wird alles kommende leichter, weil dann der Zinseszinseffekt greift und man gut an neues Geld kommt und an mehr Geld kommt. Beim Elbtaler ist es genau andersrum. Die erste Million ist die einfachste und dann wird es immer schwerer. Aber ich glaube, ich hielt es für sehr spannend, wenn es Elbtaler Millionäre gäbe. Es müssten sehr arbeitswütige Menschen sein. Gut, mal eine Statistik dazu, wie das abläuft. Also nochmal dieser Geldschöpfungsprozess, den ich erklärt hatte, dass der sozusagen nochmal ein bisschen visualisiert ist. Wir haben hier 3 Graphen. Beginnen wir mit der Anzahl der Konten. Das ist die oberste Kurve. Die bildet also ab, wie im Laufe der Zeit, seit 2012, seitdem unser Kontensystem an den Start gegangen ist, sind sozusagen sukzessive Unternehmen dazugekommen. Und diese Unternehmen haben dann immer gesagt, ich schöpfe Betrag X an Elbtalern, in der Regel 500 Elbtaler. Und wir sehen also, die Geldschöpfung ist bei uns gekoppelt an die teilnehmenden Unternehmen, an die Anzahl der teilnehmenden Unternehmen. Das gewährleistet also, dass es sozusagen immer, dass diese Entsprechung, die Steffen Henkes letzte Mal erklärt hatte, diese Entsprechung zwischen 2 Kreisen, nämlich einmal Waren und Dienstleistung und der Geldmenge, das ist wichtig. Das ist sozusagen unsere Lösung dafür. Parallel gibt es seit 2016 jetzt auch Bargeld, davon habe ich ein bisschen was mit, wie gesagt, was sozusagen jetzt erstmalig auch den Endkonsumenten, die Endkonsumentin mit einbindet. Also ihr als Privatperson könnt jetzt am Elbtaler teilnehmen, indem ihr Elbtaler erwerbt. Dafür gibt es bestimmte Ausgabestellen, da werde ich später noch darauf zu sprechen kommen, wo man sozusagen von Unternehmen, gibt man Euro hin, kann Elbtaler erwerben und kann dann auch in den Geschäften ganz normal einkaufen gehen, wie man das gewohnt ist. Genau, das ist jetzt auch unser neuestes Feature, wenn man so will. Hier habe ich so einen Unternehmensmix mal abgebildet, einfach, dass ihr mal einen Überblick habt, wer nimmt bei uns so teil. Insgesamt sind es so 60, 70, ich könnte es jetzt nachrechnen, bin nicht so gut in Mathe, 60, 70 Unternehmen und Vereine, die teilnehmen. Das ist also erstmal klein. Ich glaube, in Dresden gibt es mehr als 60, 70 Vereine. Es ist eben noch in der Pionierphase. Man sieht am Mix, das ist das, was ich schon angesprochen hatte, es gibt ein Unternehmen aus dem Bereich Gastronomie und für dieses Unternehmen ist es eben sehr sinnvoll, so eine Akzeptanzquote zum Beispiel einzuführen, weil sehr viele Leute wollen gastronomische Dienstleistungen in Anspruch nehmen, aber vielleicht nicht so viele Leute wollen jetzt irgendwie jeden Tag sich eine Website designen lassen beispielsweise. Genau, und noch ein Feature vom Elbtaler ist der Regionalatlas, der sozusagen einfach anzeigt, welche
Unternehmen teilnehmen und wo man dann eben gucken kann, okay, ich will jetzt einen Tischler, ich gucke mal nach, beim Regionalatlas gibt es einen Tischler, der Elbtaler akzeptiert. Das soll also zur Vernetzung wiederum beitragen. Genau, ein weiteres Tool, was wir anwenden, es nennt sich Kommunikation. Wir lassen also, wir halten Treffen ab, Elbtaler Stammtische hieß das mal, mittlerweile Elbtaler Treff. Diverse Formen des Treffens haben wir sozusagen und auch das sind sozusagen Anlaufpunkte, wo Fragen geklärt werden können, aber eben auch konkrete Deals abgeschlossen werden können. Ja. Und im Endeffekt gibt es dann aber wieder ganz normal die Rechnung. Das ist vielleicht auch ein interessantes Detail. Gegenüber dem Finanzamt wird der Elbtaler wie Euro behandelt. Da steht dann halt nur ein Vermerk unten auf der Rechnung drauf, okay, 50% können in Elbtaler bezahlt werden. Und das kann man dann wieder bequem, wenn man mag, über das Konto ablaufen lassen. Gut, hier nochmal ein paar Zahlen, einfach damit ihr einen Überblick habt. Transaktionen und Transaktionsvolumen. Die rechte Achse beschreibt das Transaktionsvolumen und ihr seht jetzt, der oberste Achsenpunkt sind 1200 Elbtaler. Sprich, unser Top-Monat war irgendwann so Juni 2013, da hatten wir mal 1100 Elbtaler, die umgesetzt wurden in einem Monat. Ist also nicht wahnsinnig viel, aber für mich zählt der Gedanke und wir arbeiten stetig dran. Ihr seht auch, dass am Ende fällt es jetzt so ein bisschen ab. Das deutet auf einen Punkt hin, den wir jetzt auch feststellen, nämlich die begeisterten Leute, die Leute, die wirklich das Risiko eingehen wollen und Vorreiter sein wollen und mit Regionalwährung was anfangen können, die sind sozusagen jetzt mehr oder weniger schon erreicht. Und jetzt ist die Herausforderung für den Elbtaler-Verein sozusagen, Akquise zu betreiben und auch, ich sag mal, die normalen Unternehmer und Unternehmerinnen, die vielleicht jetzt erstmal noch nicht so begeistert sind, irgendwie zu überzeugen und denen das schmackhaft zu machen. Und genau dafür machen wir Bildungsveranstaltungen wie diese hier, auch wenn bei euch vielleicht nicht so viele Unternehmer und Unternehmerinnen dabei sind. Genau. Hier nochmal der Kreislauf. Thomas hat vorhin gesagt, der Sinn von Regionalwährung ist, dass das Geld in der Region bleibt und in der Region umläuft. Genau das veranschaulicht dieses Diagramm hier, nennen wir das Diagramm, diese Grafik. Die enthält auch gleichzeitig Zukunftsmusik, weil ihr seht rechts unten, dass ein Mitarbeiter von der Druckerei Elbtaler als Lohn ausgezahlt bekommt. Das ist nicht Realität im Moment, das wäre aber unsere Wunschvorstellung sozusagen, dass irgendwann Unternehmen Elbtaler auszahlen als Lohn und dass irgendwann die Stadt Dresden Elbtaler akzeptiert, um Steuern zu bezahlen. Das wäre schön, noch ist es nicht so weit, aber wir arbeiten daran, dass es klappt. Genau, hier nochmal, wir haben über Importe und Exporte auch gesprochen, oder Thomas hat darüber gesprochen. So ähnlich, also auf eine gewisse Art und Weise funktioniert es beim Elbtaler auch so, nämlich, wenn man jetzt als Privatperson teilnehmen möchte, gibt man eben sozusagen seine Euros, tauscht die ein gegen Elbtaler, kann mit den Elbtalern dann im Kreislauf operieren und bei Christian Gellerich hat man es gehört, beim Chiemgauer, wenn eben mal eine Person zu viel Regios hat, zu viel Regionalwährung hat, dann kann sie auch immer noch sagen, okay, ich probiere jetzt jemanden zu finden, der vielleicht Regionalwährung haben möchte und dafür Euro mir gibt. Und so kommt man auch wieder sozusagen aus dem Kreislauf raus. Der Punkt ist, was der Unterschied zwischen Elbtaler und Chiemgauer jetzt wiederum ist, beim Chiemgauer gibt es eine klare Regelung, wie das abläuft, nämlich 5% Abschlag, dann kriegt man Euro und ist die Chiemgauer los. Wir sind in einer absoluten Alpha-Phase, was das angeht. Bei uns läuft das jetzt sozusagen über private Deals erstmal ab. So. Also man müsste jetzt einfach jemanden finden sozusagen, vielleicht ein Unternehmen zum Beispiel, was jetzt sagt, okay, ich gebe dir jetzt Euros und dafür nehme ich die Chiemgauer. Hier ist es nochmal schön, der Gedanke des Regionalgeldes nochmal schön veranschaulicht. Der Mann sagt, also ich kaufe fast nur regional ein. Das ist, glaube ich, ein Trend, den man in den letzten Jahren beobachten kann, dass Leute irgendwie ein Regionalbewusstsein entwickeln und irgendwie vielleicht aus umweltethischen Aspekten zum Beispiel heraus sagen, okay, regionale Wirtschaft ist wichtig, irgendwie, es muss nicht alles von H&M und Co. sein. Und der mittlere Mann entgegnet darauf, ich auch, und außerdem bringe ich den Händler dazu, dies ebenso zu tun. Und er hält Elbtaler an der Hand. Die Bäckerin sagt, mach 3,50, ich nehme auch Elbtaler. Das veranschaulicht einen wichtigen Umstand, was den Elbtaler vom Euro unterscheidet. Beim Euro kann ich auch sagen, ich gehe regional einkaufen, in der VG zum Beispiel. Ich weiß aber nicht, was die VG mit meinem Geld macht. Die kann auch Dinge irgendwie sonst wo auf der Welt damit einkaufen, wenn sie das möchte. Der Elbtaler kann nur in der Region eingesetzt werden. Wenn ich einen Elbtaler weitergehe, weiß ich, die Person, die den Elbtaler bekommt, kauft auch wieder in der Region ein. Das ist eben der Unterschied. Genau, das ist eine ältere Karte, das war mal so grob unser Operationsbereich.
den wir uns so überlegt hatten. Im Moment beschränkt sich es wirklich so eher auf Dresden und so die näheren Städte drumherum. Ich wüsste jetzt nicht, dass Huschatzer Unternehmen Interesse angemeldet hätten. Genau. Wir kommen zum Ende von meinem Teil. Vielleicht nochmal so ein bisschen zusammengefasst, Motivation etc. Wozu machen wir das Ganze? Wir wollen eben regionale Wirtschaft beleben. Mir persönlich ist zum Beispiel der soziale Aspekt und der umweltethische Aspekt extrem wichtig. Deswegen finde ich Regionalwährung so spannend. Genau, regionale Produkte etc. wurde erwähnt. Transportwege, da sind wir wieder beim Thema Umwelt, regionale Ressourcen. Man braucht nicht immer Produkte, die irgendwie 50 Mal um die Welt gegangen sind. Kann auch vielleicht aus der Region ganz gut sein, kann den gleichen Zweck erfüllen. Genau, wieder diese sichere Grundversorgung, diese Resilienz, also Widerstandsfähigkeit einzelner Regionen, dass man sozusagen nicht mehr Spielball der äußeren Umstände ist, dass man sozusagen regional auch Probleme bis zu einem gewissen Grad lösen kann. Genau, und neue Spielregeln fürs Geld, das hast du alles eigentlich erwähnt. Warum ist diese Folie hier drin? Wahrscheinlich, damit ihr nochmal drüber nachdenkt. Genau, eine Stärkung der Region aus sich selbst heraus soll erzeugt werden. Und das finde ich, ist nochmal wichtig zu betonen. Für mich ist das nicht zurück zum Mittelalter oder sowas. Für mich ist das sozusagen im 21. Jahrhundert mal langsam ankommen mit dem Denken und drüber nachdenken, wie können wir globale Probleme lokal angehen. Und wir können es nicht darauf verlassen, dass eben die EZB meinetwegen jetzt plötzlich sagt, ja, stimmt, eigentlich wäre es eigentlich cool, wenn es irgendwie mehr sozialen Ausgleich gäbe und sowas. Und irgendwie ist es voll doof, dass es so viele Milliardäre gibt auf der Welt. Das wird so nicht funktionieren. Wir brauchen eben eigene Ansätze und eigene Ansätze funktionieren am besten auf kleiner Ebene, glaube ich. Genau, hier ist jetzt nochmal Marketing, PR und sowas, elbtaler.de, falls ihr Interesse dran habt. Und eine letzte Folie. Genau, das ist vielleicht nochmal interessant. Was macht der Elbtaler Verein an sich? Ich habe jetzt über den Gedanken, über die Idee Elbtaler gesprochen. Was macht der Verein? Der erfüllt verschiedene Aufgaben. Erstmal, der Kern von unserer Arbeit ist sozusagen natürlich, dass wir ein regionales Zahlungsmittel uns ausgedacht haben. Und ich sage das jetzt so salopp und rede darüber so locker, da stecken halt irgendwie Tausende, Zehntausende Stunden Arbeit drin. Also da gab es halt ein Programmiererteam, was sich diesen ganzen Mist ausgedacht hat. Dieses Kontensystem, diesen Regionalatlas und sowas, das ist eine größtenteils ehrenamtliche Arbeit gewesen, die aber von der Effizienz her, von der technischen Durchdachtheit mit großen Playern so weltweit mithalten kann. Das ist das, was mich so fasziniert. Und trotzdem habe ich keine Ahnung von Informatik, aber ich könnte damit auch umgehen. Das ist ganz schön. Genau, das war Punkt 2, das habe ich erwähnt. Genau, dann geht es natürlich darum, Unternehmen miteinander zu vernetzen, Leute darauf wieder aufmerksam zu machen. Ihr müsst nicht irgendwie eure Waren irgendwie jetzt bei Amazon rausballern und darüber probieren, am Leben zu bleiben, sondern es wäre auch vielleicht klug, wenn ihr einfach die Leute, die neben euch wohnen, versorgen könntet mit euren Produkten und mit euren Dienstleistungen. Das wäre eigentlich so der direkte Weg, dass man sozusagen zu so einem regionalen Denken auch von unternehmerischer Seite her wieder kommt. Und das, was ich jetzt gerade mache mit Thomas zusammen, ist Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, das hat natürlich einen Meta-Zweck, das bringt jetzt nicht nur irgendwie den Eltern an sich voran, sondern es bringt auch euch dazu, generell über den Themenkomplex, der mit Regionalwährung zusammenhängt, darüber nachzudenken. Und Thomas hat es schon vorhin erwähnt, das ist demokratisch organisiert. Man kann bei uns auf demokratische Art und Weise mitwirken. Es gibt keinen Diktator, es gibt Mitgliedsversammlungen, wie das so im deutschen Vereinsrecht halt ist. Man kann da mit sich einbringen und mitreden. Genau, es gäbe noch Reservefolien, wie ihr gerade konntet. Gut, soweit erstmal zum Vortrag an sich. Und vielen Dank an euch, dass ihr da heute Lust drauf hattet und euch das mal angehört habt.